Du möchtest einen Freebie-Funnel bauen. Alles klar. Pass auf, dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, dass du dir dieses Video einmal bis ganz zum Ende anschaust, denn in diesem Video würde ich dir gerne einmal erzählen, für wen dieser Freebie-Funnel am allerbesten geeignet ist, dann wie er ganz konkret aufgebaut ist und ganz wichtig, die vier wichtigsten Dinge, worauf du beim Bauen deines Freebie-Funnels hier achten darfst, damit er direkt beim ersten Mal so richtig erfolgreich wird. Okay, und am Ende würde ich dir dann gerne einfach noch erzählen, wie wir von Perspective dir im weiteren Verlauf einfach helfen können, deinen Freebie-Funnel weiter zu optimieren und zu verbessern. Okay, fangen wir an. Also, für wen ist der Freebie-Funnel am allerbesten geeignet? Im Prinzip kann so ziemlich jedes Unternehmen den Freebie-Funnel erfolgreich für sich nutzen. Besonders gut ist er dann, wenn du zum Beispiel erstmal langsam ein Vertrauensverhältnis zu deiner Zielgruppe aufbauen möchtest. Oder aber du eine sehr erklärungsbedürftige Dienstleistung, ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt hast. Dann schauen wir uns mal an, wie der Freebie-Funnel aufgebaut ist. Der Freebie-Funnel ist einer der einfachsten Funnels, wie du hier direkt siehst. Du hast hier vorne einmal deine Werbeanzeige bzw. deine Besucherquelle. Dann hast du die erste Seite im Funnel mit deinem Wertversprechen, eventuell auch noch mit einer Visualisierung, wie du eine Visualisierung von dem Freebie, was du deinen Besuchern anbietest. Dann hast du die E-Mail-Eintragungsseite und dann hast du die Danke-Seite, die dann einfach sagt, wie es nach dem Freebie dann hier weitergeht. Kleiner Hinweis hier, was du auch tun kannst, ist, du kannst die beiden mittleren Seiten hier einfach auch zu einer Seite zusammenziehen. Habe ich dir hier mal zum Beispiel ein Beispiel von uns gezeigt. Hier haben wir keine zwei Seiten draus gemacht, sondern hier haben wir einfach eine Seite draus gemacht. Da kannst du einfach mal schauen, was für dich da am besten funktioniert. Jetzt kommen wir zu den vier Tipps, die hier wirklich für dich am wichtigsten sind, um diesen Freebie-Funnel hier zu bauen. Und zwar fangen wir an mit dem Wertversprechen. Dem Wertversprechen, was ist es im Prinzip? Warum sollen die Leute dir hier im Prinzip ihren E-Mail-Kontakt dalassen? Und was hier einfach wichtig ist, dass bei deinem Freebie hier, dass da ein ganz klarer Mehrwert für den Kunden bei herausspringt. Und je spezifischer du diesen Mehrwert beschreiben kannst, desto besser. Ich geb dir mal ein kleines Beispiel hier. Du könntest hier oben zum Beispiel so etwas hinschreiben wie du mehr Instagram-Follower bekommst. Und das ist schon ganz gut, aber schau dir mal an, du könntest auch schreiben, kostenlose Checkliste, deine ersten 500 Instagram-Follower in nur 30 Tagen. Was ist hieran besonders gut gelungen? Naja, dieses Wertversprechen hier ist deutlich spezifischer. Hier wird mir direkt versprochen, mit diesen Tipps hier kann ich direkt 500 Instagram-Follower in 30 Tagen aufbauen. Das ist deutlich spezifischer und ja, einiges attraktiver für mich, als wenn ich einfach nur weiß, mir versprochen wird, mehr Instagram-Follower. Okay. Eine zweite Sache habe ich hier direkt auch noch mit eingebaut, und zwar nämlich einen spezifischen Zeitrahmen. Falls du den bei dir geben kannst, ist das auch immer noch eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel hier in nur 30 Tagen. Kein Muss, aber auf jeden Fall ein Kann. Genau. Weitere Sache, die ich hier direkt auch noch eingebaut habe, ist, ich habe hier direkt markiert, dass es sich hier um eine kostenlose Checkliste handelt. Dein Freebie muss keine Checkliste sein, das kann zum Beispiel auch eine Fallstudie sein, die du per Video oder per PDF oder wie auch immer auslieferst. Das kann ein kurzes E-Book sein, das kann ein Worksheet sein. Was wichtig bei der Auswahl deines Freebies ist, dass es für deinen Endkunden immer noch ich sag immer, unter 5 Minuten konsumierbar bleibt, aber trotzdem einen sehr, sehr hohen wahrgenommenen Wert hat. Was wir nämlich bei dem Kunden da erzeugen wollen, ist einfach so eine Art Wow-Effekt. So, wir wollen ihm einen kurzen Mehrwert schicken, der ihn richtig vom Hocker haut, damit er danach einfach Lust hat, mehr von uns und unserem Unternehmen zu erfahren. Alles klar, kommen wir dann zum zweiten Punkt, den es hier beim Freebie-Funnel zu beachten gilt. Und zwar, das ist der Call to Action, beziehungsweise das, was du hier hinten auf den Button schreibst. Hier haben wir zum Beispiel geschrieben, zur kostenlosen Checkliste. Wenn ich hier auf dieser zweiten Seite, wenn die Leute ihre Daten hier absenden bei dem Button, wenn ich hier noch etwas verbessern würde, dann würde ich hier zum Beispiel noch etwas hinschreiben wie jetzt Checkliste erhalten, so, oder jetzt Checkliste ansehen. Das ist für mich dann nochmal so ein bisschen klarer, dass wenn ich auf diesen Button klicke, dann bekomme ich jetzt auch diese Checkliste.
So, und die letzten beiden Tipps, die sind auf jeden Fall optional, aber einfach als Inspiration für dich, was du aus diesem Freebie-Funnel auch noch machen kannst. Und zwar, hier ist auch noch mal ein weiteres Beispiel, was wir hier in der Praxis auch laufen hatten. Du siehst hier oben auch wieder ganz konkretes Wertversprechen. Der Zeitrahmen ist hier auch mit wieder drin. Ein ganz klarer Call to Action ist hier unten mit drin. Und was wir hier gemacht haben, damit wir unserem Nutzer rein rechtlich danach auch noch weitere E-Mails schicken dürfen, haben wir hier mit reingeschrieben, melde dich zum Perspective Newsletter an. Also wir haben ihm hier ganz klar gemacht, plus, hier unten haben wir hingeschrieben, plus kostenloses Training, dass er danach auch noch ein Training erhält, wie er direkt unser Wertversprechen auch noch umsetzen kann. Genau. Vielleicht inspiriert dich das auch noch, wie du das Ganze hier für dich umsetzen kannst und so deinem Interessenten danach auch noch weitere E-Mails schicken kannst. Und noch ein weiterer optionaler Tipp hier beim Freebie-Funnel ist zum Beispiel diese Frage hier hinter. Hier haben wir statt direkt hier hinter die Danke-Seite zu bauen, haben wir hier hinter einfach noch eine Frage gestellt, um einfach von unseren Freebie-Eintragungen noch mehr herauszubekommen, noch mehr zu lernen. Zum Beispiel haben wir hier gefragt, welches Ziel verfolgst du? Hochwertige Leads generieren, eine E-Mail-Liste aufbauen, mehr Online-Shop-Verkäufe oder ich weiß es nicht. Und je nachdem, was du hier draufklickst, haben wir hier unten eine andere Ergebnisseite verlinkt. Heißt, wenn du auf hochwertige Leads generieren klickst, dann kommst du auf diese Danke-Seite und wirst hier noch einmal ganz individuell abgeholt. Deswegen kannst du dir hier auch nochmal überlegen, ob so etwas für dich in Frage kommt. Wie gesagt, kein Muss beim ersten Mal, aber einfach, dass du es mal gesehen hast, dass du so etwas hier auf jeden Fall möglich ist. Also, das war es erstmal soweit zum Freebie-Funnel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen und wenn du fertig bist, dann poste es auf jeden Fall hier einmal in unsere Facebook-Community. Falls du da nicht drin bist, musst du auf jeden Fall reinkommen, denn hier werden jeden Tag ganz viele Funnels gepostet. Da bekommst du auch noch Feedback von vom ganzen Perspective-Team und ganz vielen anderen Unternehmern. Plus allerletzte Sache, wenn du nicht eh schon dabei warst, schon fast ein Pflichttermin. Nicht wirklich Pflicht, hier ist nichts Pflicht, aber wirklich ein sehr großer Mehrwert. Jeden Donnerstag haben wir hier immer noch unser Starter-Training. Da ja, erfährst du auch nochmal wirklich im Detail, wie du da deinen Funnel baust, erhältst da Feedback auf deine Funnels. Deswegen komm hier auf jeden Fall auch nochmal mit rum, wenn du hier noch nicht dabei warst. Also, jetzt aber viel Spaß bei deinem Freebie-Funnel und wir hören uns. Bis dahin, ciao, ciao.